Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet, beziehungsweise Karmesin auf Deutsch. Ja, letzte Folge haben wir unseren Starter genommen. Quexy war es leider nicht, sondern es war unser kleiner Takoko. Ja, und ihr seht schon unten auf der Minimap, wir wollen jetzt einen Kampf machen mit Nemila, glaube ich, hieß ich, bin mir nicht sicher. Ich habe ihren Namen ein bisschen vergessen, aber wir werden es jetzt sofort herausfinden. Sind wir schon ready für den Kampf? Hey, ich bin hier drin! Na gut, wir können es mal ausprobieren, denke ich. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du eine Pokémon-Trainerin? Und als Trainerinnen müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Maike, bist du bereit für einen Kampf? Okay, probier's mal aus. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich jetzt erst in den Kampf schicke, ist... Nemila. Denk dran, für Maike ist das noch alles neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich das eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Sie hat noch weitere Pokémon? Wow. Aber wenn es ein fairer Kampf ist, nur 1 gegen 1. Los geht's, Maike, der Kampf ist das Ziel. Pokémon-Trainerin Nemila. Ist das der Rivale für ihn? Cool. Okay, wie funktioniert der Kampf? Dein erster Pokémon-Kampf. Hoffentlich macht er dir genauso Spaß wie mir. Okay, ich muss sagen, ich mag das nicht, dass es so sehr simplistisch ist, dieses ganze Menü. Aber ansonsten... Interessant. Okay, noch sehe ich nicht, was effektiv ist. Vielleicht kommt das noch, vielleicht habe ich es auch mal weggemacht. Das weiß ich nicht. Man sieht aber hier die Attackeninfo. Da muss man nicht immer extra nochmal Pokémon gehen. Dann nochmal da drauf drücken, hier überall gucken. Geht so ganz schnell und einfach. Und wenn wir schon mal Glut haben, setzen wir es direkt nochmal ein. Ja, ein. Oh, ich bin langsam. Okay. Glut! Spuckt ihn so an. Du hast dich wohl vorbereitet. Feuer-Pokémon sind gegenüber Pflanzen-Pokémon im Vorteil. Das mag stimmen. Wir haben ein männliches Pokémon. Ja, okay, gut. Man muss sagen, in fast allen Pokémon-Spielen sind die Starter meistens männlich. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Aber hätte ja sein können, dass wir die 25% Chance oder was auch immer das war, haben. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war ein easier Kampf, denn wir sind klar im Vorteil mit Glut. Und da erreichen wir sofort Level 6. Let's go! Wow, du bist echt gut! Danke für das Taschengeld. Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt! Echt starke Leistung! Du wirst ganz sicher eine erstklassige Trainerin! Lass uns gleich nochmal kämpfen! Ich will noch andere Strategien ausprobieren! Ich glaube, Maike und Krokel sollten sich erst einmal ausruhen. Es tut mir leid, da ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldigt, Maike und Krokel. Kein Problem. Danke, Maike. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nemila, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deiner Mitschülerin teilen wirst. Okay, tatsächlich ist sie wohl der Champ. Interesting. Rival ist aber Champ. Cool. Jawohl! Ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. Hier ist mein Handy, habe ich vorhin bekommen. Und ich habe den Pokédex bekommen. Pokédex-App war nicht kostenlos. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer in unserer Akademie, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir wohl noch alle per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Die Welt ist schon einiges praktischer geworden. Das muss aber schon lange her sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. Wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber, Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Ich kann es versuchen,
Nun denn, ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Nemila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Maiko zur Akademie begleiten würdest. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wulan, wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Quah. Süß. Bye, Josuke. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast noch nie ein wildes Pummel gefangen, oder? Ich zeige dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. Richtig schnell. Können wir unsere Pokémon hier rauslassen? Das wäre cool. Drückst du Minus, dann wird sich Pokédex. Okay. Ist er nicht mit dem Handy? Hier, Handy. Ah, nee. Y ist einfach nur Karte-App. Und Minus ist dann der Pokédex. Kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in deinem Pokédex anzusammeln. Die gefangenen Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt. Und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. Für Details drückst du X. Drückst du den Plus-Knopf, während du deinen Eintrag zu Pokémon ansiehst, kannst du deren registrierte Habitate einsehen. Aha. Aha. Genau, wir haben erstmal nur Krokel. Feuer-Kroko-Pokémon. Full Coco. Okay, und man kann hier. Okay, cool, cool. Man kann hier direkt wechseln, wo man will. Profil, ja, mein Profil? Okay, das ist unser Profil. Weiß nicht, ob das noch ändern kann, aber na gut. Es gibt insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Pummel es insgesamt gibt. Aber ich weiß, dass dieses Spiel den größten Pokédex hat bisher. Also sprich, es gibt nicht jedes einzelne Pokémon von früher. Es gibt hier, glaube ich, nur so ungefähr, lass mich lügen, knapp 300 von den alten Pokémon gibt es hier wieder. Ist vielleicht nicht so viel, aber ganz ehrlich, ich verstehe, warum sie es machen. Die machen das größtenteils auch einfach. Nicht nur, jetzt nicht nur wegen Platz sparen oder so, sondern auch, weil für den Spieler ist es natürlich auch viel einfacher, dass dann, wenn du den Pokédex vollständigen möchtest, dass du dann nicht irgendwie tausende Pokémon fangen musst. Weil es gibt ja mittlerweile, glaube ich, 1000 Pokémon. Das ist schon krass. Mich würde es nicht so sehr stören, wenn die Auswahl der Pokémon besser wäre, weil, naja, wir werden uns das noch anschauen später. Und hey, meine Mutter. Ah, oh, Maike, du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde mich gut um Sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Nice, oder? Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für eine großartige Person dort lernen. Außerdem scheint es eine Menge sicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune benutzen kannst. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Okay. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier etwas Geld in Verpflegung für mein großes Mädchen. Danke. Sandwich? Nom nom. Sandwich make me strong. Ach, und hier nimmst du am besten auch nochmal was mit. 5 Tränke. Ja, ich muss sagen, ich muss im Real Life auch noch ein bisschen achten mit Essen. Ein bisschen regelmäßiger essen. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Ha. Es erwartet dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. So ist es nun mal mit den 10-jährigen Kiddies. Du musst sie loslassen und in eine Pokémon-Welt reinschicken. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und dann kannst du natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann mach das mal auf den Weg und pass gut auf euch auf. Mhm. Mhm. Deine Mutter ist ja total lieb. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ah, richtig. Ich wollte dir zeigen, wie man Pummeln fängt. Ja, ich muss sagen, ich interessiere mich sehr. Hier drüben! Ja, ja, ich komme ja schon. Ich interessiere mich sehr für dieses Tutorial, weil, naja, man sieht nicht jeden Tag ein Pokémon-Game, was hier in einem so großen Open-Area- oder Open-World-Stil ist. Also Legends war schon so, aber Legends hatte eine ganz andere Steuerung und das hier soll ein bisschen mehr traditionell sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Achso, wenn ich schon mal dabei bin, hier lang zu gehen, ich habe hier in der letzten Folge einen Pokéball entdeckt, an den ich nicht rangehen wollte, weil ich nicht rennen konnte. Es war mir zu lang. Aber jetzt gehen wir dahin. Und ja gut, ob sich das jetzt gelohnt hat für einen Pokéball, weiß nicht. Wir haben ja jetzt schon ein paar Pokébälle, vielleicht können wir auch einfach, ja,
Einfach so Pokémon fangen mit denen, die wir haben. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Probieren wir es aus. Kucharico-Pfad. Okay, komischer Name, aber alright. Und hier ist überall Gras. Hohes Gras. Schau, Maike, hier fängt der Kucharico-Pfad an. Standbild. Ui, was ist denn das für Pokémon? Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras nämlich wilden Pokémon. Nährst du dich ihn, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Krokel. Und wenn du einen Pokémon fangen willst, brauchst du einen Pokéball. Den hier. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Oh, danke. 5 Stück. Oh, ein Schweinchen. Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ebo macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Wie mache ich das? Oh, es geht aber direkt los. Okay. Pokémon fangen. Wenn du einen Pokémon-Kampf gegen wildes Pokémon kämpfst, dann X drücken. Das ist der Shortcut. Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es schwächst. Ja, Standardding, ne? Oh, ich kann die Kamera hier bewegen. Cool. Und da haben wir einen Ferkuli und... Ich meine, hier ist schon der erste Beispiel. Das erste Beispiel, warum ich die englischen Namen sagen werde. Der englische Name ist LeChonk. Und das ist einfach der geilste Name ever. LeChonk. Okay, ich werde es mal versuchen zu schwächen mit einem Tackle. Das fällt so um. Oh, das ist die gleiche Attacke. Aber wir sind 3 Level über, also das macht nicht so viel Damage. So, ein drittes Mal traue ich mich nicht. Ich glaube, da setze ich direkt meinen Pokémon ein. Rutenschlag, oh nein. Ich mag LeChonk. Wir haben 8 Pokémon jetzt. Mal gucken. Oh, aber wie schnell. Oh, das ist echt schnell. Ferkuli wurde gefangen. Oder LeChonk. Ferkuli, ein neuer Eintrag. Es verfügt über einen fantastischen Geruchssinn, nützt diesen aber ausschließlich zur Futtersuche, der es sich den lieben langen Tag widmet. Ja, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen vorlesen, aber ein paar kann ich ja mal vorlesen. ich werde ihn mal jetzt zu LeChonk umbenennen, es muss sein. Es tut mir leid, okay, der Name ist einfach zu göttlich. LeChonk. Okay. Ein neues Buch. Nice, wir sammeln Bücher. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt, also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier ist noch ein paar. Noch ein paar? Oh, 10 weitere. Danke. Komm, ich erstmal 10 und dann 5. Egal. Das ist ein Pokémon der Schwächen, bevor du ein Pokémon wirfst. Merkt ihr das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Okidoki. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da hinten gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Wenn wir das dürfen? Die Pokémon, die du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst auch einen Kampf beginnen, indem du dich in einem wilden Pokémon zuwendest und dann drücken des ZR-Taste ein Pokémon auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Aha. Also ich kann einfach so mein Pokémon rausholen. Oh, dann läuft es mit mir mit. Oh, hi Kleiner. Na, süß. Na gut, du kommst jetzt mit. Wir haben hier ein Item. Sind die denn Random Encounters? Nee, ich glaube, man sieht die Pokémon. Ne, in alten Pokémon-Spielen kennt man das ja. Du gerätst einfach ins hohe Gras, aus dem Nächsten kommt dann ein Kampf. Aber hier sieht man die Pokémon. Das war auch schon in den anderen Switch-Spielen so. Aber bei 3, das war das noch nicht so. Und warum schwebt der? Oder was ist da? Wie soll ich das sehen? Oh, schau mal da oben. Kann ich aimen? Nee, ich kann nicht aimen. Okay, ich dachte, ich könnte so gedrückt halten und dann aimen. Nee. Egal. Ein weiteres Ferkuli. Wie viel macht Glut? Okay, das steht effektiv. Okay. Das steht immer nur bei Pokémon, die man schon mal begegnet ist. Das finde ich gut. Ja, Glut ist auf jeden Fall eine sehr starke Attacke. Für den Anfang, meine ich. Generell nicht, aber für den Anfang auf jeden Fall. Und ja. Ferkuli Haar. Was? Ich habe sein Haar ausgezogen. Ich komme da nicht dran oder kann ich da rütteln? Warte, kann das Pokémon das vielleicht rütteln? Mach mal hier.
Kannst du das? Nee? Na gut, dann schlafe ich, lass dich da schlafen. Vielleicht erlernen wir das später. Aber jetzt geht das anscheinend noch nicht. Ein Hopsprass! Hallöchen, Kleines. Aber es kämpft immer nur ein Pokémon mit. In Legends können mehrere Pokémon mitkämpfen. Hier ist es immer nur eins. Man sieht die anderen Pokémon noch im Hintergrund. Lol. Okay. Greif es an mit einem Tackle. Ja, wie gesagt, ich gucke mich ein bisschen um. Ich versuche mal, die Panzer-Pokémon zu fangen. Aber ich werde die wahrscheinlich eher offscreen fangen. Ist, glaube ich, nicht so interesting. Aber die neuen Pokémon möchte ich auf jeden Fall in der Aufnahme fangen. Die finde ich interessant. Ich glaube, es gibt ein bisschen über 100 neue Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Was war das denn für ein Signal? Ah! Kanon erlernt! Da sinkt der und macht Damage. Wieso macht das? Was? Tränke sehen aber jetzt ganz anders aus. Oh, guck mal da, da haben wir einen kleinen Schmetterling. Also, der Wurm wird zum Schmetterling später. Was bist du denn für einer? Den kriege ich aber noch nicht. Es ist ein Tarundel. Ja, Tarantel heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ja, ist wahrscheinlich Käfer. Aber wir hätten gleich mal Kanon einsetzen können. Ah, jetzt traue ich mich nicht mehr. Nächster Kampf. Im nächsten Kampf setze ich Kanon ein. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Aber ja. Okay. Ist aber wenn man ein Spinn-Pokémon mit sehr, sehr vielen Faden um sich rum. Mit sehr vielen Fäden. Sehr, sehr viel. Versuchen wir es zu fangen. Und es ist drin. Nice, nice, nice. Tarundel. Ist ein okayer deutscher Name. Ist fast der gleiche wie im Englischen. Okay. Tarundel. Die Fadenkugel bei seinem Körper umgibt, ist sehr elastisch. Selbst die Sicheln seines natürlichen Feindes Sichlor prallen dann ja ab. Oh, die sind also das Ding ist also befeindet mit Sichlor. Das heißt, es gibt Sichlor vielleicht in dieser Region? Interesting, interesting. Ja, den kennen wir auch schon. Können wir auch gleich mal besiegen. Ich mache mir ein bisschen Gedanken über Purmel. Ich mache ein bisschen Gedanken über unser Team. Ich glaube aber, wir werden bisher nur unser Takoko behalten. Bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher. Lechonk, maybe. Aber ich guck mal. Ich bin noch nicht sicher. Was soll das denn das? Hat er gegen mich kämpfen? Nee. Hä? Der ist stuck. Seht ihr das? Er vibriert so komisch. Der war stuck und hat so vibriert. Oh Gott. Ja, ein bisschen ist das Spiel noch verbuggt, auch wenn es ein Day-One-Patch gab. Ah, Kanon wollte ich mal ausprobieren. Stimmt. Genau. Und da heult er uns an. Aber wir ignorieren das. Ich greife zurück an mit einem Tackle. Hi-ja! Was? So wenig Damage? Ehrlich? Das killt. Jetzt aber. Hundertprozentig. Bam! Dartiri ist down. Feuer-Pokémon. Hopschuss, by the way. Pflanzen-Pokémon. Und. Ja, was können wir denn noch so hier? Außer immer wieder die gleichen Pokémon. Wenn jetzt nicht gegen jedes Einzel kämpfen, ist offensichtlich. Aber. Ich gucke mir mal erstmal so das bisschen das Spiel an. Der Ersteindruck ist wichtig. Und. Hier leuchtet was. Hier. Oh, eine Siedelbeere. Okay. Aber Items leuchten. Das macht es einfach, das zu erkennen, wo die Items sind. Und schau mal da. Ein Pormi. Das haben wir schon im Intro gesehen. Oder halt auf Deutsch Pamo. Pormi finde ich ein bisschen cuter. Aber ansonsten, das ist kein großer Unterschied. Ist ein Elektro-Pokémon. Ich muss sagen, ich mag Pormi. Ich glaube, wir werden es sogar fürs Erste, nicht für immer, aber fürs Erste ins Team tun, weil... Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Pokémon. So, jetzt ist unsere Chance. Das ist geschwächt. Jetzt schmeißen wir den Ball. Natürlich, bei den ersten paar Pokémon, das erste paar Routen, kann man auch einfach so den Ball werfen. Das funktioniert öftermals. Aber vor allem später musst du immer schwächen. Sonst hast du sehr wenig Chancen, es zu fangen. Okay. Pamo, seine elektrischen Backentaschen sind nicht ganz ausgebildet. Um Strom zu erzeugen, muss es mit den Ballen der Vorderpfoten kräftig dran reiben. Okay. Badam. Ich bin Büchersammler, Freunde. Müsst ihr wissen. Oh, schon am Schlafen. Wahrscheinlich kann man sich so an... Hier so, warte. So, ja. Der Bildschirm wird auch so dunkel. Ja, man kann sich so anschleichen. Sehr, sehr viele Chunks hier unterwegs. Sehr, sehr viele. Auch sehr viele Kira-Pokémon. Ja,
Ja, Gift-Pokémon sind ja meistens eher schwächere Pokémon, aber muss nicht sein. Nicht immer. Aber oftmals. Und hier ist noch ein Item. Eine Persimbeere. Cool. Was passiert denn jetzt? Ah, der Leuchtturm. Ja, wir sind schon fast da. Maike! Na, hast du das Fang von Pokémon schon drauf? Klar. Lass mal sehen, wie viele Pummel du schon geschnappt hast. Was war das denn? Sein Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und dein Smart-Rose hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber pass entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Okay. Ich möchte nicht da lang gehen. Ich möchte erstmal mich hier noch umschauen. Und wo ist die Musik schon wieder hin? Manchmal hackt die Musik einfach ab und ist weg. Finde ich ein bisschen weird. Jetzt zum Beispiel ist keine Musik da. Ist ein bisschen unangenehm. Man hört nur das Rauschen. Dudum, ein Trank. Hier ist noch eine Tarantel. Ein Äther. Der Äther macht mich stärker. Mhm. Hä? Warte mal. War das schon immer gelb? Sieht also grünlich aus hier. Ja, okay, gut. Ich war nur verwirrt. Egal. Gucken wir mal beim Leuchtturm vorbei. Hä? Den gleichen Sounds wie aus den anderen Switch-Spielen. Ich meine, funktioniert ja auch. Warum ändern? Schau lieber später nochmal hier vorbei. Hä? Ich dachte, ich soll da hin. Achso, ich soll hier lang. Oh, das wusste ich gar nicht, dass man hier lang kann. Was war denn das für ein Schrei? Warte mal, da hinten! Da unten. Am Strand, bei dem ganzen Wasser. Ja, genau. Oh. Das Pokémon aus dem Intro. Pabunduster. Wow. Ich stehe an der Klippe. Was? Was? Okay. Hände mich gerettet. Fiep. Hey. Alles in Ordnung, Großer? Hast du Hunger, Kleiner? Sieht schon sehr dünn aus. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm vielleicht Beine hilft? Sandwich! Makes me strong! Hier, nimm ein Sandwich. Ja? Ja, lass es haben, für dich. Dann wird es dir wieder besser gehen. Ach ja! Es scheint ihm wohl besser zu gehen. Wow, du scheinst ja wirklich einen Reifen verschluckt zu haben. Kein Wunder, da würde es mir auch schlecht gehen. Und... Aha. Was ist denn da drüben? Eine Höhle. Aber ich soll doch nicht in die Höhle gehen. Ah, ja! My guy, what's up? Oh. Was zum... Es leuchtet so grell. Ah, ja! Und auf einmal... ist er wieder fit. Cool.
großer Dino. Hey, warte! Krieg ich nichts zurück? Wie pixelig. Oh nein. Naja. Ich war trotzdem hilfreich. Soll ich da jetzt hineingehen? Hä? Auf einmal spawnt er. Ich meine, wenn er mir schon so seinen Hintern ausstreckt, dann folge ich ihm mal. Ah. Du musst mir helfen, Takoko. Nein. Er darf hier nicht rein, okay. Oder sieht cool aus. Ich finde die Hülle sieht cool aus. Ich bin so langsam wieder. Oh, jetzt geht wieder rein. Achso, ich darf einfach nicht vor ihnen sein. Okay. Boah, überall Smaragde. Boah, wenn hier noch ein paar Villager wären, könnte ich die traden. Hey, Maike! Oh. Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Oh ja, alles klar. Boah, zum Glück. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich wusste gleich, dass er mit dem Handy sowas abfangen kann. Na gut. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ah, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie du wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann dich eins meiner Puma vielleicht wieder rausziehen. Okay. Ist ein Item. Was ist das denn für ein Puma vor dir? Sieht doch richtig stark aus. Schau dich irgendwie mal so an. Vielleicht willst du das in Volksmaike. Wow. Wow. Wow, krass, Wahnsinn. Das Pummel könnte so stark sein wie meine eigenen. Oder sogar noch stärker. Krass, was ist denn das denn für Pummel? Ah, der Trump. Trump ist wieder hier. Okay, er wartet auf mich. Gut. Die Zeit steht still. Nur die Animation nicht. Ja, wir haben einen Mangunior. Auch bekannt als das Trump-Pokémon. Weil es so ähnlich aussieht. Egal. Unnötiger Joke. Whatever. Level up für ein paar Pokis. Säuse-Stimme. Cool. Ist auch so ähnlich. Wie Kanon, glaube ich. Kann sein. Hier haben wir noch einen Trank. Hier ist ein Dickter. Schaut mal. Ein Dickter. Hallöchen, Kleiner. Magst du mir deine Beine zeigen? Oh, da wird er so wahnsinnig aggressiv. Na gut. Du wolltest es nicht anders. Warte, Dickter wird wahrscheinlich Glut-resistenten. Deshalb Kanon sollte stärker sein. Und wie es stärker ist. Ja, weil Dickter ist, glaube ich, Typ Boden. Ne? Ich weiß nicht, Glut ist, glaube ich, vielleicht normal oder nicht. Effektiv. Ich weiß nicht mehr. Okay, sorry. Hab nicht jeden einzelnen Typen im Kopf. Das solltet ihr mittlerweile wissen, für die, die schon länger bei mir Pokémon schauen. Und das ist ganz Nutus da. Sehen wir auch eine Weiterentwicklung? Ne, noch nicht. Leg dich nicht mit mir an. Herz gebrochen. Oh nein. Okay, hier war noch irgendwo ein Item. Ich habe irgendwas auf Aufleuchten sehen. Nee, du bist nur mein Gunja. Auf jeden Fall hier ist noch ein Item. Den Nuss in dieser Höhle ist ziemlich rauflustig. Es beruhigt mich zwar, dass du einen Beschützer an der Seite hast, aber sei trotzdem auf der Hut. Okay. Ich möchte mich ein bisschen umgucken. Das sieht echt cool aus, finde ich. Also Grafik ist gemischt. Manche Sachen sehen gut aus, manche nicht. Oh. Ja, die Kamera ist sehr komisch in diesem Spiel auf jeden Fall. Hui, hallo. Gehst du weiter? Okay, ich stand im Weg. Ich durfte nicht. Wow, das hat er reingehauen. Der Fels ist komplett zertrümmert. Was ist eigentlich eine normale Attacke? Ich muss das unbedingt mal merken. Pass auf, Maike, da kommt was. Hä? Was denn? Achtung, hinter dir. Ein Hundemon. Oder Hundemon, wie die anderen sagen. Ich sage immer Hundemon. Beides richtig. Mann! Kämpfen wir? Na gut. Feuer gegen Feuer, aber du bist eine Weiterentwicklung. Level 40! Ah! Ich kann nicht entkommen? Ja, was mache ich denn jetzt? Diesen Gegner kannst du nicht entkommen. Ja, komm, lass. Oh nein. Ich darf nicht mal was auswählen, das ist so schnell! Awkward Silence. Hä? Möchtest du mir helfen? Ja, möchte er! Verschwinde! Null!
Wuff, 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 wuff. Ach, so viele von den kleinen Rackern. Das ist nicht gut. Ich hab einen Plan! Denkt er sich. Okay, let's go! Hey! Hier oben! Komm schnell! Nice. Ich mag dieses große rote Pokémon. Ich mag es. Sieht cool aus. Und ja. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das wurde richtig brenzlig. Immer diese Transitions sind komisch. Dumm, dumm, dumm. Oh nein! Ein Sandwich kriegt man nicht alles hin. Wow, ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist es der Chef, weil es seine ganze Kraft aufgebraucht hat? Und was für ein Pokémon ist es überhaupt? Sieht ein bisschen aus wie ein Mopex. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Mopex? Und dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Gute Frage. Vielleicht braucht er einfach noch ein zweites Sandwich. Du weißt es also auch nicht. Hm, aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du und das seltsame Pokémon, ihr wart ganz im Einklang, als ihr gegen Hundemann gekämpft habt. Was? Du hast ihm gar nicht gesagt, was es tun soll? Ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein Pokémon, aber wohl doch nicht. Ich weiß nicht, es ist nicht in meinem Ball, also nicht wirklich. Oh, schau mal, es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, er kam von diesem Pokémon hier? Mann, oh Mann! Je länger man es anschaut, desto seltsamer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen es antreten, wenn du es trainiert hast. Lass uns am besten unsere Handynummern austauschen. Nur für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Nice. Und hier, mit diesem Item kannst du deinem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt hilfreich sein wird. Sternschauer. Direkt am Anfang, cool. Überleg dir allerdings gut, wie du es nutzt. Die Ms kannst du nämlich nur ein paar Mal einsetzen. Aber jetzt sollten wir uns mal deine ganzen Strapazen erstmal ausruhen. Komm, legen wir uns auf den Leuchtturm eine Verschlafspause ein. Okay. Was sagst du? Sollen wir die Folge beenden? Ja, ist einiges für eine Folge, ne? Ja, bin ich auch der Meinung. Na gut, Leute. Ich hoffe, wir konnten uns einen guten Eindruck machen heute. Mit den ersten beiden Folgen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn es heißt Pokémon Carmesin und ja, Scarlet auf Englisch. Oh, eine Emotion.